Mensch, was essen Sie heute? Eine neue Folge von Wesh, was essen Sie heute? Wieder mal aus der Wesh Cuisine, also Wesh Cuisine. Es geht los. Was machen wir heute, Sabat? Malaysia, ich habe, wir haben Ramadan. Jeden Tag Harira-Suppe, marokkanische Suppe halt, ja? Ich kann es nicht mehr sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute machen wir Minestrone. Minestrone, das ist italienische Suppe. Das ist italienisch, das ist Gemüsesuppe. Und mit sehr vielen verschiedenen Gemüsen habe ich vorne vorbereitet. Die Marokkaner hassen uns bestimmt dafür, dass wir gar kein Harira gemacht haben. Harira, ihr wisst, es gibt 1000 Rezepte für Harira. Genau. Ihr könnt euch das angucken, gibt auch gute und schlechte, aber wir fahren uns den italienischen Film. Eccire, Gemüse. Eccire, guarda qua, mamma mia, che bella, guarda, tutti un po' di broccoli, un po' di pomodoro, un po' di cipolla, un po' di paprika, un po' di zucchini, mamma mia, un po' di pomodoro, tutti ci abbiamo qua. Allora, cominciamo. Aglio, prezzemolo, un po' di piccante. Un po' di piccante? Certo. Allora? Questo è il piccante. Ah, ragazzi, ciao! Das sind die Pikanten. Also wir haben hier so jede Menge Gemüse, genau. Bisschen klein schneiden. Wir machen den ein bisschen klein. Wie du siehst, ich habe ein bisschen zu viel, wie immer. Immer ein bisschen mehr bei mir, weißt du? Muss immer betreiben, XXL. Aber es würde schon reichen, wenn wir ein bisschen weniger schneiden. Ja? Für uns, für die Kameramann, das reicht so, 3 Stückchen. Reicht vollkommen. Wir fingen damit an. Bald ist ja Iftar. Mhm. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben keine Zeit, meine Damen und Herren. Also legen wir los. Viele kennen das bestimmt auch, wenn du den ganzen Tag gefastet hast und du denkst dir, heute Abend esse ich das und das. Genau, und das. Genau. Eine Schüssel Harira und ein paar Datteln, dann bist du eigentlich satt. Aber komischerweise hier in Deutschland bist du satt. In Marokko, ich habe wirklich sehr viel gesehen, die essen 3-4 Schüsseln. Nur noch Wasser und ist fertig. Aha, echt? Ja, nur noch Wasser und finito. Jetzt lassen wir eine gute Stunde kochen. Also mindestens, also eine Stunde bis eine Stunde und 20 Minuten. Also, wir haben ja viele auch Zuschauer, die nicht Muslims sind und nicht genau wissen, warum wir überhaupt eine Suppe machen. Am genau. Anfang. Ob das so religiös ist oder? Nee, also religiös finde ich nicht. Aber wenn man zum Beispiel den ganzen Tag, zum Beispiel bei mir ist das so, es gibt welche zum Beispiel, die haben hier kein Problem damit. Die essen auch ohne Suppe, können zum Beispiel das Fasten brechen. Aber die meisten oder wie mich halt, ich finde es gut, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag nichts gegessen hat. Der Magen ist halt klein und ist einfach zu. Ja? Man macht halt mit der Suppe, fängt dann deinen Magen, man öffnet dann halt den Magen und das andere Essen ist dann nicht so schwer, weißt du? Sonst kannst du ja nicht, man ist 15, 16 Stunden am Fasten und dann haust du einen Schnitzel rein, weißt du? Das ist, oder halt wie bei uns, Marmita oder Karton, genau, ist alles zu schwer. Übertrieben. Weißt du? Und deswegen ist es gut. Ja. Aber das hat sich irgendwann so etabliert, dass man eine Suppe, weil man wahrscheinlich, genau, man hat wahrscheinlich so die besten Erfahrungen dazu. Genau, genau. Aber rituell ist eigentlich nur Dattel. Genau. Und Dattel. Wasser, Glas Wasser. Wasser oder Milch. Oder Milch, ne? Genau, ja. Das ist eigentlich zum, zum Iftar brechen. Genau.
Raisa, jetzt probieren wir die erste Iftar mit Una Harira. Genau, wir haben uns gerade die Dattel reingeschmissen. Genau, erst jetzt. Und, dürfen wir essen. So, Bismillah. Es duftet auf jeden Fall italienisch. Genau, aber ich will immer, dass jemand anderer probiert zuerst, bevor ich, auch wenn ich gefasst habe. Boah. Eigentlich unfair, nach dem Fasten probieren zu lassen, weil jetzt schmeckt alles super. Ja, aber trotzdem, es schmeckt einfach, ja. Also man kann die wirklich sehr schnell zubereiten, wenn man so ein bisschen Gemüse zu Hause hat. Einfach eine Pfanne oder einen kleinen Topf, Gemüse rein, Salz, Pfeffer, ein bisschen Gewürze, ein bisschen Petersilie, Tomatenmark, Tomatensauce rein, Deckel zu. Ja. Man kann alles reintun. Das ist eine Suppe, die sehr, sehr schnell geht. Und das sehr gesund und sehr gut schmeckt. Ja. Man kann wirklich nichts falsch machen. Wir haben kaum Gewürze reingehauen. Nee, oder sowas, man braucht nicht wirklich, so viel Gewürze. Ja, das ist wirklich von dem gemischten Gemüse. Super, gut. Das war Minestrone. Ja. Das war die Folge. Wesh, wir essen jetzt richtig. Bis bald. Ciao. Ciao. Wesh, was essen Sie heute?